Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten CSGO Overwatch. Leider schon wieder auf Mirage. Sehe ich ja gerade mit entzündeten Augen und das hängt. What the fuck? Wir gucken mal kurz nach dem Ping. Suspect 2313, 3411, 25. Okay, gut, ich habe die Lage überblickt folgendermaßen: 3 Leute mit Aimbot, 4 Leute mit Warlock und 27 mit ohne Cheats. Naja, also, der Ping geht ganz in Ordnung. Er knifet Leute und bleibt dann stehen in einer offiziellen Runde. Ich habe jetzt gerade eben gar nicht drauf geachtet, ob er den vielleicht durch die Wand zieht oder so. Wenn er hier weiter mit Knife spielt, ist es auf jeden Fall schon mal der Grief für ihn, ganz klar. Und diese ganzen Kills hat er doch nie im Leben mit dem Knife gemacht. Ja, ich wollte euch in dieser Folge was Wichtiges fragen, und zwar hat er eben auf den drauf geaimt. Nee, und zwar, wie gefallen euch die Overwatches? Einfach vom Unterhaltungsgrad her. Ist es wirklich gut? Ich weiß, dass viele schreiben, es ist gut. Sie schreiben, wow, du machst tolle Overwatches und hin und her. Aber ich fühle mich doch irgendwie schlecht, wenn ich dann so oft welche mache, weil es, da wird er genifed. Weil es jetzt nicht so was Aufwendiges wie ein geschnittenes Matchmaking ist. Ist es cool? Ist es wirklich cool für euch, wenn Overwatches kommen? Freut ihr euch da genauso drauf? Oder denkt ihr, schon wieder ein Overwatch? Ist es jetzt ein Lückenfüller oder also wie seht ihr das an? Ich weiß, dass es einigen sehr gut gefällt und will auch jetzt nicht einfach nur nochmal hören, das ist doch gut, sagen wir. Sondern es ist wirklich, weil ich mich selbst als extrem faul empfinde oder irgendwie so, wenn ich einen Overwatch mache. Ich mache Overwatches meistens tatsächlich aus Zeitnot oder sie kommen mir gelegen, wenn ich merke, ich habe seit 3 Tagen keinen Overwatch gemacht. Perfekt, dann kann ich jetzt eins machen, optimal. Ja, wie ist das so für euch? Freut ihr euch da genauso drauf? Letztens, also gestern, das Matchmaking war sogar geschnitten genauso lang wie ein ungeschnittenes Overwatch. Was übrigens auch eine Sache war, über die wir ja lange Zeit hin und her diskutiert hatten, ob ich sie schneiden soll, die Overwatches. Dadurch waren sie früher sehr kurz durch den Schnitt. Aber vielleicht auch nochmal ein bisschen zackiger. Aber ihr könnt natürlich, wenn es ungeschnitten ist, 1000-mal besser zugucken und mitgucken, ob da was ist. Ob er durch Wände sieht, wie jetzt zum Beispiel hier, er wartet und wartet auf Flamingo und also Warlock ist auf jeden Fall confirmed. Ja, da oben den hat er dir noch gelegt? Oder war das der da hinten? Zurückspulen! Zurück! Rückwärts laufen! Geht leider nicht. Ja, ich denke, da ist ein Aim und auch ein Waller am Start. Das ist ein Wichser, der Kerl, oder? Das ist ein verschissener Pisser. Also vor allem gerade der Kill vor dem Kill, wo er auf den einen zielt, der aber von seinem Mate scheinbar geholt wird und er einfach nach rechts dem nächsten Headshot gibt. Also ich denke, da haben wir auch wieder den Hans Wurst confirmed. Es scheint so, von den Stats her, scheint es so, als wenn auch bei den Gegnern mindestens einer cheaten würde. Also wenn man jetzt nur von den Stats ausgeht. Also er hier oben mit 37-13 gegen ein Team mit einem Cheater. Das ist schon ein echt krasser Tobak, finde ich. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt schon diese Bots haben. Aber es könnte gut sein, dass der im Gegnerteam, zumindest der erste, auch einen Waller oder sowas hat. Gerade eben der Kill, an wen ging der denn? Ach, jetzt kann ich nicht mehr gucken. Ah ne, halt, er war der Suspect. Er war der erste Kill, oder? Pyramid, also ey. Bindes Handy, frech. In der Aufnahme, mein Freund, aha. Ich mach mal kurz lautlos. Oh, wer dreht sich denn da umher, da rechts? Alles klar. Das sieht aus, als hätte Flamingo an. Und zwar ziemlich krass. Spinbot-technisch. Wow, und wie er auf die Köpfe zieht. Wahnsinn. Das ist hier ein richtiges, so ein richtiges Hacker-Game. Da können wir wieder, sorry, ich muss ganz kurz antworten. Da können wir, mal wieder. Ich freue mich. Da können wir mal wieder dem Trust-Faktor danken. Trust-Faktor sei Dank. Die Leute werden zusammengesperrt. Und natürlich trifft es trotzdem, hat es hier wahrscheinlich auch 2 oder 3 normale Leute getroffen, die eben auch sehr schlecht getrustet sind und da leider mit reingekommen sind. Das ist bitter, auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es natürlich umso besser, je mehr Cheater in einem Spiel sind. Ja, wenn die beim Queuing, wenn sie alle solo queuen, schön zusammengewürfelt werden aufgrund eben des Trust-Faktors. Das ist ja überhaupt der Grund hinter dem Trust-Faktor. Deswegen gibt es den, ja, so soll er funktionieren. Die Leute, die cheaten und die ganzen Smurfer zusammenpacken, weil die ein schlechteres Trust-Ranking haben als alle anderen. Wie gesagt, es gibt, irgendwo ist diese Linie, wo man hier unten die Piss hat und hier oben die Guten. Irgendwo trifft die sich. Und wenn man in diesem Bereich getrustet ist, hat man halt echt,
die Arschkarte gezogen. Aber das Trust Level kann man ja zum Glück kostenlos einfach nur über Steam-Aktivitäten erhöhen. Und ja. Das ist echt gerade wirklich, wirklich krass. Das sind doch, also sind das jetzt... Flamingo ist der eine. Ich muss das zumachen, damit ich es aufmachen kann. Flamingo cheatet auf jeden Fall. Ich denke, Pyramid cheatet auch. Puffin könnte auch cheaten. The Suspect. Wir müssten Puffin mal beobachten, was wir aber nicht können. Wir können ja nur bei The Suspect reinschauen. Schade. Wir gucken mal, was Puffin macht. Er chillt da. Kann auch sein, dass er einfach nur mitgerissen wird von, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Wahnsinn. Dass er nur mitgerissen wird von seinem Mate. War gerade eben hinter dem Suspect auch jemand, den er einfach komplett nicht sichtbar weggenatzt hat. So. Ach du Scheiße, Mann. Okay, das ist wirklich sehr krass. Ich spule jetzt einfach durch. Also das hat sich erledigt hier für ihn. Beziehungsweise natürlich könnten wir noch kurz nach einem Bunnyhop gucken, aber... Wow, guck mal, wie er macht! Ach du Scheiße. Ist das widerlich. Ich denke, wenn man als Cheater, also als Unmensch, dann spürt, dass man in der Lobby ist mit einem anderen Cheater, dann stellt man die Cheats wahrscheinlich auf Ultra-Obvious, um halt zu versuchen zu gewinnen, was echt total bescheuert ist. Ja, also er bekommt zu 100, zu 1 Milliarde % die volle Zerstörung. Ach du Scheiße. Okay, Leute. Da bin ich mal gespannt, wie ihr antwortet bezüglich der Frage wegen Overwatches an sich, wie sie euch so zusagen als Content. Ob sie euch als Lückenfüller vorkommen oder als vollwertiges Video, als vollwertigen Content, wie eben auch Matchmaking oder ein Tutorial und so weiter und so fort. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Ciao.